Sind Sie ein Hunde- oder ein Katzenfreund? Also ich persönlich kuss ganz gut mit alle Tiere. Deswegen habe ich auch heute gut ein bisschen bei Deggendorf besucht und habe mich überzeugt, ob es die Tiere da wirklich so gut geht. Seit 2006 gibt es das Gut Eiderbichl in Deggendorf. Angefangen hat es damals als kleiner Pferdehof mit gerade einmal 12 Tieren. In den vergangenen Jahren sind dann einige Tiere dazugekommen, die entweder einer schlechten Haltung oder dem Schlachter entkommen sind. Heute sind es über 260 Vierbeiner und ein paar Zweibeiner, die sich liebevoll um sie kümmern. Das Ganze ist sowas wie ein riesengroßer Streichelzoo mit Herz. Und Gabi hat das Ganze, wie soll ich sagen, unter liebreizender Obhut. Obhut ist richtig, ja. Bist du mehr Katzen- oder Hundefreund? Ich liebe alle Tiere. Und eigentlich, ich mag Katzen und Hunde sehr gern, aber eigentlich mag ich die Großen sehr gern. Also ich bin von Natur aus Pferdefrau. Wie viel Arbeit ist denn dann das auf dem Hof? Ja, schon ganz schön viel. Du kannst jetzt eigentlich gleich mitgehen, weil jetzt machen wir die Abendfütterung. Wie war's? Ja, super, bin ich voll dabei. Packen wir's. Tiere brauchen nicht nur Zuneigung, sondern auch ein gescheites Futter. Top-Qualität, versteht sie. Beim Futtern muss man schon ein bisschen aufpassen. Denn auch wenn Schweine-Iber Cicero ganz lieb ausschaut, so ein Schweinderl hat total viel Kraft. Und den Kiwi krieg ich vorerst bloß noch nah wieder. Tiere jeden Tag bei Wind und Wetter versorgen, Respekt vor denen Leuten. Aber Gut Eiderbichl in Deggendorf beweist, man braucht nicht unbedingt einen Zoo, um als Tierfreund voll auf seine Kosten zu kommen. Kommen Sie mal vorbei und haben Sie genauso viel Spaß wie ich.